Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Heute ist natürlich wieder Curvy Fashion Mittwoch, Leute, keine Sorge. Wir haben wieder ein paar tolle Outfits heute für euch dabei und noch ein paar Tipps und Tricks hoffentlich, wie man denn Jeans besonders edel stylen kann. Nämlich nicht, dass es halt einfach nur nach Jeans und Schlabbershirt aussieht, sondern irgendwie trotzdem nach Million Dollar Baby vielleicht, sofern man das möchte. Und falls euch solche Tipps gefallen, dann vergesst nicht, diesen Kanal unbedingt zu abonnieren, dem Video gerne ein Däumchen nach oben zu geben und auch die Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich hier ein Video hochlade, was dann zum Beispiel mal außer der Reihe kommt, so wie letzte Woche Dienstag, um euch zu verwirren. Und jetzt starten wir in die Tipps und direkt in den ersten Look. Natürlich sind die heutigen Looks auch eher erstmal wieder sommerlicher angehaucht, aber ganz grundsätzlich wollte ich euch ein paar Tipps geben, wie man denn Denim, also Jeans, ganz generell halt ein bisschen hochwertiger, edler, stylischer irgendwie kombinieren kann. Also indem man einfach auf so ein paar Dinge Wert legt. Und das ist zum einen auf jeden Fall natürlich ein hochwertiges Jeans-Teil. Das ist schon meistens so, so simpel. Wir haben öfter mal von euch welche geschrieben, dass sie sagen, ah, aber in High-Waist mein Bauch, das wird irgendwie ganz komisch betont und es sieht nicht gut aus. Das liegt meistens daran, dass der Jeans-Stoff dann sehr dünn ist und das sieht dann tatsächlich, egal bei welcher Figur, einfach nicht gut aus. Also achtet darauf, dass ihr einen hochwertigen Denim habt, also etwas tatsächlich vielleicht auch mal von der Marke, wo ihr sagt, naja, eine super gut sitzende Skinny Jeans, ein super geiler Jeans Minirock oder eine Jeans Jacke oder ähnliches sind einfach Basics, da kann man auch mal ein paar Euronen mehr ausgeben langfristig und da sieht man dann tatsächlich einfach den Unterschied im Gesamten, wie das Teil sitzt und natürlich auch, wie es wirkt. Und jetzt kommen wir natürlich zum Thema Materialmix. Ihr könnt natürlich Jeans auch auf jeden Fall super schön kombinieren mit weiteren hochwertigen Materialien. Und da kommen wir auch schon direkt zu neuen Teilen, die ich euch heute hier in diesem Haul nochmal vorstellen möchte, in diesem Tippvideo. Und zwar geht es nochmal ums Thema Seide. Darüber hatte ich ja letztens schon mal in meinem 7 Hacks für schön im Schlaf gesprochen. Seide hat nicht nur super tolle Eigenschaften für die Haut und auch für die Haare, sondern fühlt sich auch als Kleidungsstück natürlich super gut und angenehm auf der Haut an. Und da starten wir hier mit diesem wunderschönen süßen Top von Lily Silk. Das ist 100% Maulbeerseide. Das wird auch so als die Königin der Fasern bezeichnet. Also wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet, sehr, sehr angenehmer Stoff. Und Seide hat halt ganz generell auch so kühlende Eigenschaften. Also es ist ein sehr atmungsaktiver Stoff schon per se, was ich halt wirklich klasse finde. Und es fühlt sich auch wirklich toll an. Noch dazu sieht es halt einfach wirklich geil aus. Also was dann halt hier so natürlich so die Falten wirft am Dekolleté oder auch so am Bauchbereich, das sieht einfach schön aus. Also es sieht halt einfach hochwertig aus, es glänzt, es sieht toll aus im Sommer und gerade dann kombiniert halt auf einen Jeans-Minirock wäre das halt wirklich so ein Outfit, wo ich sagen würde, so wow, ne? Natürlich achte ich bei den Accessoires auch darauf, dass ich hochwertigen Schmuck trage. Ich finde das gehebte Outfit auch direkt immer schon auf ein ganz anderes Level, nämlich halt Sachen aus Echtgold beispielsweise oder vergoldet, die einfach gut aussehen, wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Armreifen, was auch immer. Also gerade auch beim Thema Ringe, es gibt halt nichts Schlimmeres, wenn man im Sommer halt so diese grünlichen Stellen an den Fingern hat vom Oxidieren, vom Modeschmuck. Also da habe ich tatsächlich seit Jahren schon von abgeschworen und kann es euch nur ans Herz legen. Und natürlich auch genauso dann Seide vielleicht in der Sommerfrisur. Hier habe ich nämlich auch dieses süße Scrunchie. Ich trage witzigerweise tatsächlich in der letzten Zeit nur noch die Scrunchies und bevorzuge die aus Seide und finde das wirklich toll für die Haare. Und natürlich hört das Ganze halt beim Thema Schuhe und Handtasche nicht auf. Da könnt ihr natürlich euch selbst und frei überlegen, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Aber es ist sicherlich immer eine tolle Sache, ein Outfit halt aufzuwerten mit den passenden hochwertigen Accessoires. Auch bei Outfit Nummer 2 hört das Thema hochwertige Stoffe natürlich nicht auf. Und ich muss euch jetzt nicht unbedingt verraten, dass halt, wenn man auf Chemiefasern dann schon zurückgreifen muss, möchte, aus Preisgründen oder was auch immer, sollte man vielleicht schauen, welche denn davon. Da macht sich dann ein Sommerkleid aus 100% Viskose einfach wesentlich besser als beispielsweise aus 100% Polyester. Da erzähle ich euch aber auch, glaube ich, nichts Neues. Viskose ist trotzdem eine Chemiefaser, obwohl sie aus Zellulose gewonnen wird. Aber im Vergleich zum Beispiel auch zu Baumwolle
Baumwolle ist sie sehr, sehr weich. Sie ist sehr glatt von der Oberfläche. Viele der Viskosestoffe glänzen auch, was ich immer sehr, sagen wir, das wirkt halt anders fürs Auge und das umspielt auch den Körper immer sehr schön und vor allem die Kurven natürlich. Und sie reibt halt nicht so ab. Also bei Baumwolle hat man ja öfter mal, dass sie dann irgendwann so aufribbelt und das sieht dann einfach nur auch schrebbelig aus. Also ganz generell sollte man immer darauf achten, dass die Kleidungsstücke natürlich intakt sind und gut aussehen, wenn man jetzt einen hochwertigen Look kreieren möchte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Fan von Viskose geworden. Habe jetzt hier dieses super süße Sommerkleidchen bei Amazon Essentials entdeckt. Ebenfalls noch neu. Etikett hängt noch dran. Ihr seht, ne? Das ist immer wieder live hier anprobieren für euch. Und ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig süß. Ich mag halt auch, dass es wieder Taschen hat, ne? You know me. Das finde ich halt ganz, ganz toll. Und zum Kombinieren, wenn es dann im Sommer abends etwas kühler wird oder einfach ein kühlerer Sommertag ist, würde ich hier jetzt eine Jeansjacke kombinieren, weil Jeansjacken, finde ich, sehen halt gerade auch zu Sommerkleidern einfach super edel aus. Natürlich könnt ihr auch für einen Destroyed-Look gehen. Ich habe auch am Anfang, ja, der Jeansrock, den ich euch gezeigt habe, der ist auch leicht destroyed. Ich finde, ein Destroyed-Jeans widerspricht jetzt nicht einem edlen Look. Also das kann man schon miteinander kombinieren. Aber ihr könnt natürlich auch einfach schlichtere Denim-Teile wählen, wie zum Beispiel hier diese Denim-Jacke von Only Karma Koma. Das ist deren Plus-Size-Linie. Und die finde ich halt wirklich auch richtig toll. Also sie ist halt ganz, ganz schlicht. Es ist wirklich the classic one unter den Jeansjacken. Und solche Teile werden halt niemals unmodern oder wirklich schwierig zu kombinieren, weil die könnt ihr über alles drüber werfen und es sieht einfach immer gut aus. Und ganz generell ist das halt, finde ich, dann so ein Look, auch gerade wenn das alles so blau ist und ihr dazu etwas Braunes kombiniert oder so Naturfasern mit Bast oder ähnlichem in der Tasche beispielsweise. Das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Oder halt Holz meinetwegen, worauf ihr halt Lust habt, noch ein Strohhütchen drüber oder so, ne? Das sind halt so die Looks oder die Kombinationen, wo ich sage, das ist halt edel, das wirkt halt einfach richtig so, oh, sie hat sich Gedanken gemacht über das Outfit und es sieht irgendwie toll aus, ja. Also das machen, glaube ich, so hochwertige Looks einfach aus. Outfit Nummer 3 ist jetzt der absolute Hello, she's the classy one Look, den ihr vielleicht so im Business oder im Büro anziehen könntet. Und ja, es ist auch wieder mit Jeans kombiniert, aber würde man denken, dass das jetzt irgendwie, ah, sie sieht gerade aus, wie wenn sie hier vom, keine Ahnung, vom Sportplatz kommt oder so, ne? Nee, man geht ja eigentlich nicht mit der Jeans zum Sport. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also es sieht nicht flodderig aus, ja? Und auch eine Mom-Jeans, die wirklich schlapp, also lockerer sitzt, kann halt super edel aussehen. Und was sieht mehr nach Hello, here's the CEO of this company, ja, wie so eine richtig schicke Seidenbluse. Die ist jetzt ebenfalls wieder von Lily Silk, habe ich ja schon gesagt, 100% Maulbeerseide und wow, das ist einfach ein Traum auf der Haut, ne? Also genauso auch wie dieses Top und ich schwöre es euch, also ich weiß nicht, ob ihr so Seide tragt oder so, aber ich persönlich schwitze jetzt überhaupt nicht da drin und den würde ich dann so locker lässig noch krempeln, dann ist man halt so der moderne, lässige CEO, aber sieht halt immer noch sehr hochwertig aus. Aber ich muss halt wirklich sagen, so diese glänzende Optik und dann auch noch sowas halt in einem klassischen Ton, in einem Weiß, in Nude-Farben, also halt in Beige-Tönen beispielsweise, sind das einfach Klassikerteile, die ihr immer wieder rausholen könnt. Könnt ihr natürlich auch auf einen Anzug kombinieren, aber ich finde, auf Jeans sieht es besonders geil aus. Kombiniert habe ich diesen Look jetzt auch noch natürlich ein paar schicken Schuhen, selbstverständlich dazu. Bitte ignoriert übrigens mein dezentes Pflaster. Es ist eigentlich schon eher ein Verband als ein Pflaster. Ich wurde halt von irgendwas gestochen und ich wollte euch nicht mit meinem Bluterguss nerven. Nun gut, so viel dazu. Kurzer Einwurf, also ignoriert das einfach. Ihr dürft trotzdem gerne die wunderschönen neuen Sommerschuhe bewundern, die ebenfalls von Amazon sind. Ich habe euch natürlich, wie ihr mich kennt, alle Teile unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Neben Kleidung gibt es bei Lily Silk auch, wie schon gesagt, hier so Accessoires wie die Scrunchies oder auch Nachtwäsche, Bettwäsche, Kopfkissen. So die Klassiker, also könnt ihr da ganz gerne mal stöbern gehen, wenn ihr aktuell noch wieder auf der Suche nach Seidenprodukten halt seid. Ihr könnt auch mit meinem Rabattcode, den ich habe, im Rahmen dieser Kooperation 15% sparen. Also schaut da unbedingt in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe euch alle Teile verlinkt. Geht da einfach gerne mal stöbern und vielleicht auch gerne so ein bisschen über die Geschichte und Historie des Unternehmens, denn ich finde, die achten wirklich sehr auf eine sehr gute und hochwertige Produktion, bezahlen gleichzeitig auch ihre Mitarbeiter sehr fair. Also man kann da sehr transparent halt nachlesen, woher die Seide kommt und die Produkte sind, wie schon gesagt, halt alle 100% Seide oder aber auch Kaschmir, denn sie verkaufen auch Produkte aus Kaschmir. Also schaut unbedingt bei denen gerne vorbei.
Und der letzte Look, da wollte ich jetzt nochmal einen raushauen und so ein bisschen die Diva raushängen lassen. Natürlich hat ein hochwertiger und edler Look auch immer etwas mit Attitüde zu tun. Also Leute, traut euch sowas, ja? Wenn ihr euch gut in einem Outfit fühlt, strahlt das auch einfach aus. Und es ist vollkommen egal, was alle anderen denken, ne? Ganz ehrlich, ihr wisst Bescheid, ihr seid hier auf meinem Kanal. Das sage ich immer wieder und es ist auch wirklich wahr und super wichtig. Und ich habe jetzt hier einen klassischen Schwarz-Weiß-Look kombiniert. Das ist sicherlich etwas, wenn ihr so in, sag ich mal, in klassischeren Farben unterwegs seid. Das habe ich eben schon mal anklingen lassen. Oder auch zum Beispiel All Black oder All White. Das sieht einfach sehr, sehr edel immer schon von Haus aus, ja. Es ist wirklich super einfach. Also einen sehr edlen Look in Knallfarben zu kombinieren, ist total schwierig im Vergleich halt, wenn man wirklich sehr neutral bleibt. Und ich habe jetzt hier dieses weiße Bodycon-Kleid kombiniert. Das war ja von The Drop, genau. Und ich finde, das sieht halt einfach mega geil aus. Also haben auch viele geschrieben, das hatte ich euch in meinem Sommerkleider-Video schon mal gezeigt, dass das wirklich richtig toll aussieht. Das gibt es auch in anderen Farben, wenn ihr euch an Weiß nicht rantraut. Das gibt es nämlich auch in Schwarz. Da hättet ihr so einen All-Black-Look machen können. Und ich habe das jetzt kombiniert mit einer Jeansjacke natürlich. Und wie wäre es dann einfach mal mit einer Jeansjacke in Schwarz? Weil warum denn auch nicht? Dieses Modell hier ist von Adia Fashion. Ich trage da eine 44 und die hat halt noch so schöne Details halt mit diesen Perlen, die da drauf genäht sind. Und es ist auch eine sehr, sehr hochwertige Marke und ich finde, das sieht man den Teilen halt auch einfach an. Natürlich könnt ihr auch günstigere Teile hochwertig aussehen lassen. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber tatsächlich, wenn man sehr edel unterwegs sein will, lohnt sich halt der Invest einfach in teurere Teile, also in bessere Materialien einfach. Und um den Ganzen noch einen draufzusetzen, gehört hier natürlich ebenfalls nochmal die schnieke Sonnenbrille dazu und ein Statement-Gürtel, wie ich finde, weil man kann auch auf dem Bodycon-Kleid dann nochmal so ein Statement-Ding halt draufsetzen. Ich finde das, ach, das sieht einfach toll aus, ja? Also ganz ehrlich, das ist schon so ein richtig schnieker Look, muss man sagen. Auf jeden Fall. Mir gefällt es total gut und jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Kommentare und was ihr denn so macht, um, naja, so das gewisse Etwas in eure Looks reinzuzaubern. Also schreibt mir das wahnsinnig gerne. Ich persönlich sage ja auf jeden Fall hochwertige Accessoires, hochwertige Materialien, Materialmix eher dezent und genauso auch die Farben eher dezent und schon könnt ihr eigentlich nicht viel falsch machen. Und dann kommen wir jetzt natürlich abschließend, wie gewohnt, noch zum Kommentar des Tages. Der ist heute nochmal von der Isabella Geier, die ebenfalls auch schon sehr, sehr lange Zuschauerin ist. Und sie hatte auf meinen letzten Violet Sunday kommentiert. Leute, ihr habt dieses Video, glaube ich, verpasst. Wart ihr alle im Freibad oder was? Geht euch das mal angucken, das ist voll toll. Weil auch Isabella hat mir geschrieben, also erstmal das Foto, einfach köstlich, also das Thumbnail meint sie dann natürlich. Und also diese Serie ist so informativ, man weiß oft gar nicht, was man an seine Haut lässt. Danke fürs Recherchieren. Und das haben die meisten geschrieben, die immerhin das Video geguckt haben. Also da steckt wirklich viel Arbeit drin und ich würde mich freuen, wenn sie es noch ein paar Leute angucken, okay? Ich will hier nicht betteln, aber es ist halt so. Und das war's dann jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Mittwochabend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!